Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge wscorner.ch. Und zwar spielen wir in der Premier League, haben angefangen mit Huddersfield Town und versuchen uns hier in der Liga ja recht wacker zu schlagen, um den Abstieg zu vermeiden. Und wir sehen die letzten Spiele meiner Mannschaft. Und dazu gehen wir mal kurz hier nochmal in die einzelnen Spielberichte rein. Und zwar war das hier, glaube ich, war das der zweite Spieltag der Premier League. Ne, der dritte Spieltag. Und da konnten wir gegen Middlesbrough FC konnten wir ein 0:0 rausholen im Auswärtsspiel. Ich glaube, das hatte ich auch schon in der letzten Folge drin gehabt. So, und dann gab es das nächste Spiel. Haben wir leider am vierten Spieltag mit 0:1 zu Hause verloren gegen Leicester City. Und das war ganz bitter, da wir das Gegentor erst in der allerletzten Minute. Ja, kurz vor Schluss hat es dann gerappelt. Man sieht es in der 89. Spielminute. Umso ärgerlicher für mich. Da war ein Punkt drinne. Vielleicht war sogar noch mehr drinne gewesen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, auf allerletzter Sekunde hier einen Punkt verloren, aus meiner Sicht. Und ja, herbe Rückschlag für Mittel, hier hat das viel Town. Und ja, dann gab es noch ein Spiel in der Jugend. Das konnten wir mit 1:3 im Auswärtsspiel gegen Rock Solid, oder wie die heiße. Nee, ah, das ist der Manager. Oh Gottes Wille, bin ich dann total verrückt. Gegen den AFC Beaumont konnten wir mit 1:3 gewinnen. Sorry Leute, ich habe also mal ein paar Versprecher drin. Ist halt so, ich bin auch nur Mensch. Ne? So, da konnte man mit 1:3 gewinnen. Das ist sehr erfreulich. Das war richtig schönes Spiel. Auf jeden Fall nur 4. Hat das viel Town. Ja, wo sind dann die Treffer? Elfmeterschießen bei einem Stand von 0:0. Ach super. Da gab es noch Elfmeterschießen nach einer Verlängerung. Also gab es dann im Elfmeterschießen ein 1:3 für Huddersfield Town. Mir soll es recht sein, Hauptsache ein Sieg. So, und dann haben wir dann das nächste Spiel, der fünfte Spieltag der Premier League, treten wir an gegen Preston North End. Und das gibt natürlich auch wieder eine harte Partie. Dazu schauen wir uns mal die Tabelle an, hier der Premier League. Mal gucken, wie wir hier stehen. So, wo steht der liebe German Chris mit seinem Huddersfield Town? So, wir sind auf Tabelle Platz 16. Sind immer ein bisschen abgerutscht, natürlich, weil wir keine Punkte gemacht haben. Und der nächste Spieler ist Preston North End. Und die stehen zwei Plätze hinter uns. Die haben bisher nur einen Punkt machen können. Das gibt dann wahrscheinlich ein Abstiegsduell, ein Kellerduell. Jetzt schon. Ja, also da hat man nicht viel. Da hat man nicht viel Spaß an so einem Spiel, wenn man nur auch drauf kriegt. Aber es ist halt so, ich versuche es halt. Ich versuche mich da reinzubeißen. Und versuche hier die Premier League so gut wie es geht zu meistern. Und man sieht hier Manchester United auf dem ersten Tabelleplatz. Die haben schon hier einiges an Punkte abgeräumt. Die haben schon 10 Punkte. Dann Everton FC, gegen die wir 0:0 spielen konnten. Die sind auf dem zweiten Tabelleplatz. Ebenfalls mit 10 Punkte. Und dann kommt hier schon Manchester City. Dann die Bolton Wanderers. Tottenham Hotspur. Und so geht das dann munter weiter. Chelsea FC auf Platz 7. Liverpool FC auf Platz 8. Ja, das ist ein Newcastle United auf Platz 11. Was mich halt ziemlich erschreckt, ist hier das Arsenal FC hier auf dem 15. Tabelleplatz grassiert. Ja, da bin ich mal gespannt, wenn man gegen die antrete, ob man da was machen könne. Und ja, das war jetzt mal nochmal so ein kleiner Einblick über meine Spielewelt hier im Websoccer.ch. Und bin mal gespannt, wie das hier weitergeht. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst einen Daumen nach oben da. Und ansonsten, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Euer Chris, macht's gut.